und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den historischen Rom. Und Kusch hat uns gerade wieder den Krieg erklärt. Sehr ärgerlich, aber ich glaube, wir werden denen sehr großen Schaden zufügen. Also, ich würde sagen, ja, das. Also, die Stadt werden wir teuer verkaufen. Kommt natürlich drauf an, ob wir, wie gut wir uns verschanzen können. Aber. Ach, das ist das hier, okay. Wir müssen halt schauen, dass er seine Kavallerie nicht gut einsetzen kann. Aber wo machen wir das? Also wir könnten uns hier aufstellen. Weil ich zeige es einfach mal. Also hier würden sogar zwei reichen. Hier muss ich mit drei. Und einmal Rücken decken. Mit Schrotteinheiten. Dann hier. Einmal hier. Und der General kommt hier hin. Das könnte ich sogar machen. Die andere Version wäre natürlich hierhin. Das Problem ist ja, hier ist alles offen. Also da wird er mir in den Rücken fallen. Ich könnte auch hier und da zumachen. Und alles auf den kleinen Platz hier. Also hier zwei. Oder eins, zwei. Warte, ich probiere es mal. Also hier könnte ich einen hinstellen. Hier müsste ich zwei hinstellen, so. Oder lieber so. Dann hier nochmal zwei. Und hier einen. Ich glaube, das ist sogar besser. Weil dann kann ich ihn quasi so triggern, dass er hier reingeht und dann kann ich von hinten zumachen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh. Ja, die habe ich zum Beispiel vergessen. Die habe ich sogar vergessen. Kommt von hier. Bereit. Die waren nicht bereit. Ja, da kommen die fliegenden Keile, aber das Problem ist, das bringt nichts, weil hier ist alles voller Kavallerie von denen. Gut. Hier kommen auch ganz viele Kavalleristen. Komm, geht rein. Mach das jetzt trotzdem mal. Ah, scheiße, okay. Ja. Natürlich hat er das gesehen. Okay, dann bleiben die halt hier.
Die halten ja eh sehr gut aus. Nee, komm. Ich bleib wirklich hier. Weil, wenn ich jetzt rumgehe, dann sind die zwar schneller weg, aber wenn er dann von hier rein chargt, dann habe ich hier ein Problem. So, jetzt charge ich mal da rein. Schön in die Seite. Hier brauche ich keine Fernkämpfer-Unterstützung mehr. Genau. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Römer, sie gehorchen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, ich muss niesen. Entschuldigung. Ja, willst du mich jetzt verquaken? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist zum Beispiel jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Problem. Dass die mir in den Rücken schießen können. Ja, passiert. So, der da kommt zurück. Der da geht hier rum. Nein, der geht hier rum. So, und fliegender Tausch. Mann. Söhne des Mars, durchbrecht die Linie Angriff! Jojojojo. Na los. Ja, komm. Der löst sich jetzt, weil der noch Sperre hat. Alter, wie viele da sind, ne? Und der dann nervt richtig krass. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, dann Action. Und Action. Eine Überraschung. Unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Welche? Die da? Ja. Dann da auch Action.
So. Oh je. Ja. So, das ist ganz gut. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Freiraum. Hier werden wir beschossen. Aber wir können hier außen rum dann gehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Jetzt habe ich keine Speerkämpfer, Speerwerfer mehr, aber das ist auch nicht so die Welt. So. Ja, jetzt macht die mal platt hier. So, jetzt flanken die, das ist schon mal sehr gut. Dampf, 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 Dampf. Doch endlich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So, hier sind auf jeden Fall zwei, die noch sehr gut unterwegs sind. Ich glaube, ich gehe nicht hier rum, weil das schaffe ich nicht. Fang doch endlich. Nicht du. Ja, komm. Ja, also. Schnell jetzt. So, ich versuche hier jetzt außen rum zu gehen. Schnell. Na gut, dann greift's mal an. Das ist ein schändlicher Anblick. Alter, was machst du denn da? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, das vom General war gerade sehr clever, hier richtig reinzupreschen. Na gut. Auf jeden Fall habe ich ein paar mitgenommen, ne? Gut, die Hälfte. Ja, nicht ganz die Hälfte. Der hatte 4000. 4000 Mann, ne? 4000 gegen 1200, Gut. Dann sind wir aber auch schon wieder fertig. Dann nächste Runde werden wir das wieder zurückerobern. Und ja. Oder? Nee.
Warte, jetzt habe ich ja ganz verpeilt, ob wir jetzt fertig sind oder ob ich mit dem Gefecht angefangen habe. Ja, wir schauen erstmal, wie das hier so jetzt weiterläuft. Ah, super. Der kommt auch wieder vorbei. Ja, moin. Was ist das hier einer? Bürgerwehr. Die Steppentypen, die haben Fernkämpfer. Gut, warte, ich schau mal kurz. Ja, 16 Minuten. Okay, dann haben wir mit dem Gefecht angefangen. Was machen wir mit denen? Ja, machen wir das automatisch. Ich glaube, das da ist eh die Stadt, die wir noch nicht haben dürften, eigentlich. Ja. Passt. Dies ist ein Zeichen erreichter Ein. Nö. Nö, nö, nö. Na, ist der schon wieder. Gut, Pergamon, du bist tot. Das nervt immer so. Ja, das können wir automatisch machen. Der ist jetzt auch weg. Der ist jetzt auch tot. Der hätte die andere Stadt einnehmen müssen sollen. Was fällt dir nicht auf, dass du gerade ein Riesenproblem da drüben hast? Was für ein Trollface. Weitermachen. Gestaltet. Ja. Sabotiert. Militärumsturz. Sogar zweimal, ne? Ja, lauf nur. Lauf nur. Und du bist jetzt tot. Ja, das brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht zu kämpfen. So. Ach, war das schön. Kloake, Militär, Gladiatoren, Münzen. So. So, die da können ja jetzt weiter jagen. Du. Ach, du hast auch einen verloren. Ja, sieh mal einer an. Der hat noch keinen verloren. So, du bleibst auch erstmal hier. Angriffsbonus. Willkommenes Scheitern, immer dieses willkommenes Scheitern. Gut. Natürlich komme ich hier gerade so nicht an ihn ran, ne? Ist ja wunderbar. So. Hier machen wir nochmal Militär, damit die Garnison ein bisschen besser ist. Okay, und hier fange ich jetzt an, hier rüber zu rudern. So, sehr schön.
Dann werde ich eine Armee, die da vielleicht, werde ich dann zurückschicken. Der wird, ja, machen wir den Krieger draus. Der bekommt auch Kinder, Schüsse. So. Der hat, genau, der hat zwei Kavallerie-Einheiten verloren und ich kann jetzt nichts machen, weil ich ihn schlauerweise in Gewaltmarsch versetzt habe. So, dann machen wir so. Das ist sehr löblich. Dann machen wir das da und das da immer abwechselnd. Du hast niemanden verloren, du hast einen verloren. Aber du kannst nicht wirklich einen holen. Ja, dann holen wir einen Bogenschützen. Warum nicht? So, du stopfst mal hier rüber. Gut. Jerusalem gehört mir, da werde ich einen Tempel bauen. Echt jetzt? Der hat den besiegt? Was ist denn da los? Okay, dann hat der halt jetzt kein Problem mehr. So, Gladiatoren, Gladiatoren. Dann hier, dann kann ich die alle aufrüsten. Habe ich, glaube ich, gerade erforscht. Oh ja. Hier das da. Hier mache ich Latein. Das brauche ich eigentlich nicht. Ja, wobei. Ich kann es mir leisten. Uiuiui. Ich will dann mal schauen, was die. Okay, ab 3 kann man die da bauen. Okay, und ab 4 nichts mehr, aber Kolosseum kann man dann irgendwann bauen. Das will ich auf jeden Fall machen. Also nicht überall, sondern nur. Nur in Rom. Warte mal. Rom, apropos Rom. Öffentliche Bäder und Kanalisation. Dann machen wir die Bäder weg. Und dann nochmal Zirkus. Und dann kommt da einmal Kolosseum und einmal Zirkus Maximus rein. Sehr schön. So, die beiden gehören nicht zu mir. Das passt soweit. Gut, also hier sind wir zwar ein bisschen früher. Also wir haben ein bisschen früher das verbunden. Aber ja, aber das passt schon. Gut, weiter geht's. So, Syrien dürfen wir dann erst in 3 Runden komplett erobern. So. Bin mal gespannt, wie lange mich noch die Agenten von Pergamon nerven. Ja, nee, das. Nee, das braucht man nicht zu.
zu versuchen. Das braucht man nicht zu versuchen, aber sein Problem ist jetzt, dass er die eine Armee ja zur See gesetzt hat. Hat nicht funktioniert. Oder er zeigt es mir nur nicht an. Oh, ja, du gehst jetzt weiter. Das ist aber jetzt nicht mehr gut. Also das, da, also die eine Stadt durftest du erobern, aber die andere jetzt. Jetzt geht's zu weit, gell? Jetzt geht er ja voll ab. Aber ist der beschnülzig? Das kann er ja gar nicht schaffen. Achso, das ist Pergamon. Achso. Na, die Versuchung eh. Immer sowas Dämliches. Warte, der hat 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Fernkämpfer. Gut. Danke fürs Zuschauen. Die Schlacht gibt es nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. See ya.